Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Ja, ich bin gerade aufgestanden und hab halt tierische Lust bekommen, irgendwas abzuknallen. Ja, kennt Timon jeden Tag. Und ja, ich hab halt mir gedacht, okay, ich hab gesagt, ich mach Black Prophecy noch weiter. Hab mir mal die neuen Patch Notes vom Addon durchgelesen. Ich muss sagen, also an sich bin ich sehr zufrieden damit. Aber es gibt halt doch so ein, zwei Sachen, die mir nicht gefallen. Gut, also ja, was ist neu? Zum einen gibt es jetzt hier beim Händler. Also ich fange gleich mal mit den schlechten Dingen an, ne? Beim Händler, wo bist du, Junge? Gibt es jetzt hier diese, keine Ahnung, 5 Minuten, na gut, 5 Minuten ist nicht, aber 20 Sekunden Buffs, wodurch man halt hier, keine Ahnung, gewisse Boni hat für 20 Sekunden halt. Und wie gesagt, das, so, ja, die habe ich ja nicht mal gesagt. Also, ich finde, das ist einfach unnötiges Micromanagement, was man betreiben muss. Aber an sich ist das schon in Ordnung, weil zum einen wird hier Schild ziemlich gebufft, weil hier erhalten wir sowohl Schilddichte als auch Schildenergie und hier halt nicht. Also hier gibt es keine Panzerung auf die Flügel, sondern bloß reine Hitpanzer. Und das finde ich ein bisschen, das finde ich ziemlich gut schon. Aber es gibt halt nicht nur diese 5, 6 Dinger, sondern das ist, es gibt halt auch noch weitere vom höheren Level auch, aber die kann man nur finden. Und ich denke mal, das wird irgendwann so aussehen, was weiß ich. Also, ja, dass die halt irgendwie nur an die großen Spieler vertickt werden, die schon alles haben. Und die kleinen, die müssen sich halt mit den Dingern begnügen. Kriegen dafür halt aber auch irgendwelches Zeug, keine Ahnung, Waffen, irgendwelche Rohstoffe von den großen Spielern. Weil die halt das nicht mehr brauchen. Und ja, ist halt genauso ein bisschen auch wie in Dark Orbit, ne? Ein Spieler, der schon Vollelite ist, der holt sich für 10.000 Uri keinen weiteren Laser, nein, der holt sich lieber einen Booster. Und ja, ein Spieler, der halt nicht Vollelite ist, der überlegt sich halt 3, 4, 5 Mal, ob er sich lieber einen Booster holt, als einen Laser. Also quasi so ein teures Ding, also teuer sind sie ja nicht, aber so ein gedropptes von so einem Monster halt zu verwenden, anstatt es lieber weiter zu verkaufen. Und ja, wie gesagt, das geht noch in Ordnung so weit, aber die höheren Level. Ja, man strebt ja nach Perfektion, dann braucht man ja auch, ne? So ein hohes Ding halt, so ein Buff. Ja, was gibt es noch? Es gibt jetzt die neue Waffe für Explosivnutzer, die Flak-Kanone. Die Flak-Kanone ist halt eine Explosivwaffe, die schnell schießen soll. Naja, 1,6 Feuerrate. Das Ding hat immer die Hälfte. Macht dafür natürlich weniger Schaden und auch weniger Splash. Na gut, Schaden ist eigentlich gar nicht so viel weniger. Splash halt einfach blöd, ne? Ja, ist auch lame. Jedenfalls haben wir Explosivnutzer jetzt halt eine zweite Waffe zur Auswahl. Ist die auch schwer? Ja. Könnte, weiß ich, eine von denen nehmen und eine von denen, wenn man lustig ist. Also, ja, ist noch relativ egal. Was ist noch Neues? Gibt jetzt... nix Hilfe. Neue Shop-Items. Ich habe ja hier irgendwann mal was gebankt und hat davon immer noch was, finde ich ganz nice. Unser Name oder Passwort ist falsch. Deine Mutter ist falsch. So, hab hier noch 2500 Guthaben drauf. Und ich könnte mal. Und es gibt halt diese tollen neuen Sachen, ne? Wie Skillpunkte Reset. Gab es vorher nicht. Auch ein sehr wichtiges Item, was man braucht, finde ich. Zwar kostet es relativ viel, aber immerhin ist es überhaupt erstmal möglich, Skillpunkte zu resetten. Und das finde ich schon sehr gut. Und was gab es da noch? Irgendwas war noch sehr nice. Ich komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall gab es noch irgendwie
so Zeugs. Hier bei Herstellung müsste es sein. Das Ganze hier logisch angeordnet ist. Oder schauen wir mal jetzt bei Verbesserungen. Mod entfernen, Slot Plus, Slot Reparatur, Ressourcenversicherung. Nein, nein, nein. Perfektionschance, ja. Erhöht das kritische Benutzen beim Konstruktor. Die haben letztes Mal noch 99 gekostet, jetzt kosten sie bloß noch 19. Ja, wie viel Prozent? Das sind bestimmt plus 2 oder so. Auf jeden Fall sind es überhaupt mal 2 mehr als ohnehin schon. Und irgendwas Geiles gab es doch noch. Ich komme jetzt nicht drauf. Ach ja! Wo findet man das? Kann man auch Item suchen? Zustand. Ja, Zustandsbooster. Weil, Feuer konnte man seine Teile, also seine Ausrüstungsteile, wenn man ja gekämpft hat, ne, dann hat man ja hier diese Zustand verloren, immer so ein bisschen. Und sobald es unter 50% sinkt, ist das Item so gut wie wertlos. Weil du kannst es, also bei 49% ist es 20% weniger Boni. Kann man sich genauso gut ein neues kaufen. Auch wenn man jetzt hier so ein MC-Craft gecraftetes Dingsbums hat, wie ich hier schon halt übelst hochgezogen und so. Weil 20%, das ist dann schon herbe. Gerade bei Antrieben. Und dann konnte man das zwar auch schon reparieren mit so Zustandsboostern, aber halt nur bis 51%. Das heißt, man konnte zweimal draufgehen und schon war das Item wieder schlecht. Und somit konnte man sich im Endeffekt ein komplett neues Item zusammencraften. Und ja, das war halt extrem unschön, deswegen hat man halt kein PvP gemacht mit den teuren Items, aber jetzt geht das ja dank dem neuen Zustandsbooster im Premium Job. Und das finde ich gut. So, was ist noch neu? Ja, die Story wird vorangetrieben. Es gibt einen neuen Sektor. Ja, hier nicht. Und den kann ich leider nicht zeigen, ich weiß auch nicht warum. Das heißt, glaube ich, Enzo oder so. Irgendwie sowas war da was. Und ja. Dazu gibt es halt auch noch 4 neue Hub-Sektoren. Und diese, ja, diese halt nicht mehr durch irgendwelche Jumps zu erreichen, sondern die greifen aneinander über. Das heißt, man kann von einem Sektor zum anderen fliegen. Und ich finde, das ist etwas, das fehlt einfach bei solchen, keine Ahnung, Weltraumspielen. Ich meine, ja, Timon ist online. Hi, Timon. Ja, und das fehlt halt einfach bei solchen Weltraumspielen, dass man halt, ich meine, bei Dark Orbit, da jumpst du von einer Map zur anderen. Bei Warpfire ist es genauso. Bei Sun Battle ist es genauso. Bei Battlestar Galactica, da jumpst du halt mit Uri-Spritkosten. Also was da Uri ist, ich keine Ahnung, wie das da heißt. Keine Ahnung, bei Jumpgate Evolution muss man wahrscheinlich auch durch Jumpgates jumpen. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und hier ist es, fängt es halt langsam an, dass man von einem Sektor in den anderen hinüberfliegen kann. Und das finde ich extrem geil. So, nun aber zum Eigentlichen. Ich... Keine Ahnung, kann auch sein, dass ich es jetzt geteilt habe, die Parts, ne? Ich weiß nicht, wie lange das jetzt ist. Ich kann mal nachschauen. Na, 8 Minuten noch, ich bin noch ganz gut in der Zeit. Obwohl, wer weiß. So, man hat hier... Also, mit dem Add-on wurden auch die Skillpunkte zurückgesetzt. Das heißt, ich habe hier... Wie krieg ich mehr darauf? Das heißt, ich habe hier zwar voll krass dicke Ausrüstung und so, hier dicke Laser, aber ich könnte mir, ja, ohne dass ich hier Skillpunkte verteilt habe, ich kann die hier nicht benutzen, ich kann nicht mal die Antriebe benutzen, ich fliege mit 75 Speed und das ist wahrscheinlich, weil mein Cockpit so schnell ist. Nee, es ist auch noch langsamer. Das ist die Mindestgeschwindigkeit, die man hier haben darf, ja. Und jedenfalls habe ich mir gedacht, okay, wenn man schon mal zurückgeskillt ist, kann man ja gleich mal einen Skill-Punkte-Grind oder so ähnlich machen. So, also, wie viel Punkte habe ich? 82. Es geht auf ein Maximum von 40. Und ja, maximal ist ein Level erreicht. Ja. Es geht halt auch noch weiter, ich bin halt erst Level 25. Am Ende hat man
Warte, ich glaube. Ich wusste die Zahl mal im Kopf. Ich glaube 133 war das. Also man konnte halt drei Skills auf Maximum legen und ein Skill halt noch irgendwie plus 12 bringen oder so. Oder plus 13. Ja, irgendwie sowas war das. Also bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall kann man drei Skills auf Maximum bringen. Und ja, weil halt höheres wertiges Zeug besser ist, machen die meisten das halt auch so. Und nun stellt sich ja natürlich die Frage, was bringt man auf Maximum? Da kann man zum einen natürlich, na gut, das kann, was heißt kann, man muss zum einen natürlich Schiff hochskillen. Wenn man denn drei auf Maximum machen will, die meisten machen das so. So, und natürlich sollte man auch irgendwie Schaden machen, also sollte man auch eine Waffenart hochskillen. Da bleiben einem nur drei zur Auswahl: Energiewaffen, Sprengstoffwaffen und mechanische Waffen. In meinem Let's Play habe ich mich für mechanische Waffen entschieden. Ganz einfach, weil ich. Wieso klicke ich immer darauf? Ganz einfach, weil ich die Vulcans genial finde. Und ich finde sie bis heute noch genial. Allein schon, weil die auf ab Level 34, ja, und da ist irgendwie eine Veränderung bei den Items. Bei den Vulcans ist das so, dass der Sound einfach viel, viel geiler ist, Alter. Der hört sich so riesen geil an. Der haut richtig rein. Ja. Das hört sich bestimmt übelst fail an, Alter. Ist unglaublich. Gut, weiter. Wie gesagt, der Sound hört sich übelst geil an. Von dem Zeug hier. Ja. Aber ich habe eine neue geile Kombination gefunden. Beziehungsweise beim Kumpel auch schon ausprobiert, weil er hat halt auch einen kleinen Account hier auf BlackP. Und zwar, warte, Inventar müsste ich sein. Hier, diese Impulslaser, die kleinen Mini-Mini-Dinger. Und